Ich bin der Andreas Wittke von der Technischen Hochschule Lübeck und habe eben hier beim OER-Camp die Session gehalten, 700 freie Online-Kurse, der MOOC-Hub. Und wir haben kurz unser Portal vorgestellt, unser, das bedeutet, das hat der HPI Open Campus gemacht, der KI Campus, On Campus, die Technische Hochschule Lübeck und vor allen Dingen eMorgs aus Österreich von der TU Graz. Wir haben uns zusammengesetzt und ein eigenes MOOC-Hub-Format, ein Kursbeschreibungsformat erfunden, womit wir unsere Kursangebote bündeln können. Das ist ein Metadatenformat, wo zum Beispiel Kursbeschreibungen, Dauer, Lizenzen und Kurzbeschreibungs-Thumbnails und noch so einige andere Sachen definiert sind. Und wir können mit dieser Technologie innerhalb kürzester Zeit aktuelle Kursseiten, Kursportale bauen. Zum Beispiel für Future Skills oder für den Digital Learning Campus kriegen wir so sofort ad hoc das Kursangebot auf eine Webseite geprogrammiert, gepusht, wie man auch immer sagen möchte. Und dafür haben wir 5 Jahre gedauert. Wir kriegen noch nicht hin technologisch, dass wir automatisierte Kompetenzen reinkriegen oder automatisierte Skills oder Taxonomien. Daran arbeiten wir und forschen wir. Aber trotzdem ist das ein Megaschritt für die freie Bildung und um die Bekanntheit von solchen freien Bildungsangeboten zu machen. Ich bedanke mich eigentlich dafür, dass ich hier diese Festsession vorstellen konnte und wünsche euch nur eine gute Zeit. Hallo, mein Name ist Anja Lorenz, ich bin von der Technischen Hochschule in Lübeck und ich habe die Session Ask Me Anything beim OER Camp angeboten. Wir haben sehr verschiedene Fragen geklärt, wir haben wirklich konkret bei Seiten geguckt, wie denn dort die Lizenzen von dem Material sind. Wir haben uns Learning Apps angeguckt, wo man denn am besten die Lizenzangaben hinterlassen kann. Eine Teilnehmerin wollte wissen, wo sie OER verbreiten kann, weil ihre eigene Hochschule hat kein OER-Repository, dazu haben wir URLs gesammelt. Und wir haben auch ein bisschen philosophiert, zum Beispiel darüber, ob Word-Dokumente gute OER sein können. Mein Name ist Dietmar und ich möchte gerne die Session vom HD Hirt mit dem Thema Lehr- und Lernmaterial auf der Plattform teachos.io vorstellen. Die Plattform TeachOS ist eine Non-Profit-Plattform, die von Lehrkräften für Lehrkräfte gemacht ist. Sie gibt Lehrkräften die Möglichkeit, komplette Unterrichtssequenzen oder einzelne Unterrichtsstunden bis hin zu Unterrichtsreihen sehr ansprechend darzustellen. Und sie hat eine sehr ausgeprägte Suchfunktion, sodass es sehr einfach ist, dort interessantes Material zu finden. Und die Plattform lädt dazu ein, dieses Material selbst weiterzuverwenden, zu remixen, also im Grunde komplett dem OER-Gedanken nachzukommen. Wir haben uns in der Session interessante Beispiele angeguckt, zum Beispiel wie Grundschüler in der 4. Klasse lernen, Drohnen einzusetzen und sich mit stundenlang damit beschäftigen, auf welchen Flughöhen diese Kinder unterwegs sind. Und wir haben gesehen, dass zahlreiches weiteres Material dort verfügbar ist. Mein Name ist Jakob, ich bin von der Hamburg Open Online University und wir haben die Session zusammen mit meiner Kollegin Andrea zum Thema, oder die Session hieß Rechtslotse OER. Dort haben wir unser Tool vorgestellt, OER und Recht, das wir mit H5P produziert haben, mit dessen Hilfe die Menschen, die OER produzieren, feststellen können, ob sie das auch rechtssicher gemacht haben. Es ist so eine Art
Entscheidungsbaum, Navigation, wo ich Fragen gestellt bekomme und dann kann ich immer entscheiden, wo ich vielleicht noch zusätzliche Informationen brauche und anhand dessen finde ich heraus, ist das alles so korrekt, was offene Lizenzen, Datenschutz und so weiter angeht und kann dann am Ende dann ja, für mich selber herausfinden, ist mein OER tatsächlich auch so, ja, rechtssicher. Das haben wir in der Session vorgestellt. Es kamen viele Rückfragen, vor allen Dingen zum Thema Recht und sehr detaillierte Fragen, ob dieses oder jenes geht oder nicht, die meine Kollegin, die ja Expertin ist, gut beantworten konnte. Und ich habe so ein bisschen mehr das Gestalterische und Technische in Sachen H5P und Umsetzung dieses Tools vorgestellt. War alles super, hat uns gefallen. Wir kommen wieder. Ich bin Verena Weimer und gemeinsam mit meiner Kollegin Silvia Kullmann haben wir eine Session auf dem OER-Camp gemacht, wo es um die Sichtbarkeit und die Wertschätzung von Hochschullehre ging. Und wir haben die These diskutiert, ob OER ein Mittel sein kann, um Hochschullehre zu quantifizieren, also um Hochschullehre der quantitativen Leistungsevaluation zugänglich zu machen. Und was besonders spannend war oder was uns besonders interessiert hat, war die Diskussion um die Frage, ob ein sehr hochwertig und qualitativ aufwendiges OER einen anderen Stellenwert hat als ein OER-Material, welches aus der Praxis direkt kommt und sozusagen die Lehre als solches direkt präsentiert. Diese Differenz haben wir diskutiert. Wir bleiben an der Frage auf jeden Fall dran und wir freuen uns, das weiter zu diskutieren. Ich bin Luca Mollenhauer vom Deutschen Bildungsserver und ich berichte jetzt von meiner Session Unterrichtsmaterialien suchen und finden mit EduTechs. Ich fand es erstmal sehr erfreulich, dass doch so viele ihren Weg in die Session gefunden haben, obwohl EduTechs jetzt ja schon ein Tool ist oder ein Portal ist, das es schon sehr, sehr lange gibt. Und ich fand es total interessant, dass wir während der Session viel weniger Zeit darauf verwendet haben, so die Kernfunktion von EduTechs, das Suchen und das Finden und das Teilen von Webressourcen zu besprechen, sondern es ging vielmehr so ein bisschen um die Metaebene, was man mit dem Datenschatz machen kann, mit den ganzen Tags und Schlagwörtern, die die Nutzenden über die Jahre erstellt haben und wie solche Dinge vielleicht in Zukunft auch automatisiert stattfinden können. Das heißt, wir haben uns ganz viel so ein bisschen über die Metaebene und die Chancen von EduTechs mehr im Sinne eines Datenschatzes unterhalten. Mein Name ist Susanne Schorow von der Uni Oldenburg. In meiner Session ging es darum, wie kann man OER ganz praktisch erstellen. Am Beispiel eines Projektes OER für die Lehrkräftebildung habe ich gezeigt, welchen Prozess wir durchlaufen sind, um von der Idee zum OER zu kommen. Welche Technik haben wir eingesetzt? Welche Gedanken haben wir uns für Layout gemacht? Wie war das mit der Evaluation? Und welche Fehler haben wir gemacht? Welche Schwierigkeiten gab es? Und wie sind wir damit umgegangen? Ja, darum ging es bei uns. Heiko Idensen, Web to Write auf Twitter. Ich habe eine Session zum Co-Writing mit KI-Systemen gegeben. KI Co-Write. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob und wie man
KI-Systeme zur Produktion von OER-Materialien verwenden kann und welche möglicherweise lizenzrechtlichen Probleme sich daraus ergeben, haben uns aber entschieden, zunächst in den Experimentiermodus zu gehen, also das wirklich auszuprobieren. Wir haben Gedichte auf Englisch produzieren lassen. Wir haben den Satz des Pythagoras dazu Aufgaben geben lassen. Wir haben Zusammenfassungen für Second Grader generiert, alles mit OpenAI. Und haben dann verschiedene Versionen auch erstellt und haben gesehen, dass das eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit zum Remixen ist, was immer das große Problem bei OER ist. Natürlich die Frage, auf welche Materialien wird zugegriffen. Wenn man jetzt die Bildgeneration dazu nimmt mit DALL-E, da wird es richtig problematisch. Oder sozusagen mit dem Programmgenerator auf GitHub, wo sozusagen alle Software, die unter einer freien Lizenz steht, dort wieder geremixt wird für neue Software. Sehr interessant vom Remix-Gedanken her. Problematisch möglicherweise für die Erzeuger und Erzeugerinnen, also für die Programmierer und bei den Bildern natürlich für die Bildersteller. Aber wir haben gesagt, wir erstellen zunächst Anleitungen für OpenAI unter einer freien Lizenz, dass Lehrer und andere im pädagogischen Kontext Arbeitende niedrigschwellig diese KI-Systeme benutzen und möglichst breit auch, sodass ein großer, breiter gesellschaftlicher Konsens da ist und nicht nur bestimmte Sichtweisen dort sind. Mein Name ist Jennifer Schneider von der Universität Paderborn und ich durfte heute eine Session zu Open Education Resources in der beruflichen Bildung halten. Das Grundproblem von Open Education Resources liegt darin, dass trotz der hohen Chancen und guten Potenziale für die berufliche Bildung sie nicht so genutzt werden, wie sie genutzt werden sollten. Und genau diese Thematik wurde erstens im Rahmen meiner Dissertation thematisiert und behandelt und in Form von unterschiedlichen Erhebungsmethoden evaluiert und darauf aufbauend unterschiedliche Workshops und Formate gebaut. Heute wurde im Rahmen der Session unterschiedliche Perspektiven diskutiert, unterschiedliche Themenschwerpunkte und auch schon erste Ergebnisse, warum oder warum auch nicht geteilt werden kann. Für weitere Informationen bitte ich Sie einfach, mich zu kontaktieren über die Universitäts-Homepage oder über LinkedIn. Vielen Dank. Ich bin Lambert Heller von der TIB bei Twitter Lambo. Ich habe hier gerade eine Session angeboten zum Thema Booksprints. Booksprints sind eine Methode, um ergebnisorientiert und kollaborativ innerhalb weniger Tage mit einer Gruppe eingeladener Expertinnen und Experten ein lektoratsreifes Manuskript zu schreiben für ein Lehr- oder Handbuch. Und das ist sehr gut einsetzbar für Bücher, die als Living Books und natürlich als Open Access Bücher oder OERs vorkommen. Und wir haben viele Buchprojekte auf diese Weise begleitet. Es ist ein tolles, agiles Format, weil die Teilnehmenden, also die Beitragenden im Booksprint, selbst dabei etwas lernen und Verantwortung übernehmen für ihr gemeinsames Produkt. Wir lernen dabei vieles von Wikipedia, aber auch von Open-Source-Softwareentwicklung. Also das strukturierte Manuskript landet dann in einem Git-Repository und kann von da aus in verschiedene Formate ausgegeben werden. Und wir hatten über all diese Aspekte und die Gruppendynamik von Booksprints, wofür und wie es sich eignet, eine überaus angeregte, schöne Diskussion, weil wir auch nicht die einzigen sind, die die Methode anwenden, sondern solche und sehr ähnliche Projekte durchaus in den letzten Jahren Fuß gefasst haben. Insofern war das für mich eine ganz tolle Sache, diesen Austausch zu haben hier, dieses Community-Building. Und ich hoffe, es hat allen Beteiligten gefallen und wir bleiben in Kontakt darüber.
in unserer Session ein MOOC ist nicht genug, OER-Kompetenzen nachhaltig aufbauen, durften wir unseren MOOC OER-Nutzen unterstellen, der verfügbar ist unter www.imux.at vorstellen. Wir präsentierten auch die Vorteile einer betreuten OER-Weiterbildung und zeigten, wie man OER-Kompetenzen gezielt aufbauen kann. Und der Outcome unserer Session war, dass es nicht nur wichtig ist, eine OER-Strategie zu haben, die sich über alle Ebenen der Universität zieht, sondern auch, dass eine hochwertige Weiterbildung für Bedienstete ein essentieller Bestandteil ist, um OER nachhaltig an der Universität zu verankern. Ich bin Maria Klar und ich berichte von der Session Datenfeedback für OER-AutorInnen. Und wir haben uns Beispiele angeschaut, wo schon Daten gefeedbackt werden an die ErstellerInnen von OER, zum Beispiel interaktiven Lernmaterialien für SchülerInnen. Und da geht es zum Beispiel um sowas wie Nutzungshäufigkeit oder Antwortrichtigkeit. Und in der Diskussion gab es dann so eine interessante Bewegung, dass gesagt wurde, Nutzungshäufigkeit, das ist ja allein noch gar nicht interessant. Wir brauchen eigentlich mehr Kontextdaten, also welche Lernenden, in welcher Unterrichtssituation wurden diese Materialien benutzt und so weiter. Also eigentlich mehr Daten, um dann aber wieder ein bisschen zurückzukommen, zu dem Fazit, dass überhaupt auch unperfekte Datenfeedback schon besser ist als gar kein Datenfeedback. Natürlich auch im Hinblick darauf, dass man Datensparsamkeit und Datenschutz nicht aus dem Blick verlieren möchte. Matthias Koschewa, ich habe die Session OER-Lernmodule im Universitätsverbund DIGGE vorgestellt. Der Universitätsverbund ist ein Verbund von 10 Universitäten und lehrerbildenden Zentren und erstellt OER-Lernmodule zu digitalisierungsbezogenen Themen. Ich habe den Verbund vorgestellt und wir haben vor allem über den Qualitätsentwicklungsprozess gesprochen. Dabei kamen total spannende Aspekte, die wir in unsere Arbeit einfließen lassen können und auch erste Überlegungen zu einer Zusammenarbeit und Synergien. Also eine total erfolgreiche Barcamp-Session. Ich bin der Maximilian Vogt und habe heute die Session angeboten, offene Daten in der Schulbildung. Also es ging weniger um offene Bildungsmaterialien und die Offenheit eben in Bezug auf die Materialien, sondern eher auf einer strukturellen Ebene, also Offenheit des Schulsystems. Und da habe ich erstmal vorgestellt, was wir mit der Open Knowledge Foundation schon zum Thema gemacht haben, welche Datenprojekte wir da hatten, beispielsweise wo ist Vera, wo es um Vergleichsarbeiten geht, um die Zugänglichmachung der quasi Leistungsergebnisse von Schüler und Schülerinnen. Ich habe jede Schule vorgestellt, wo es um verschiedene Daten geht, die wir in ganz Deutschland akkumuliert haben, um darzustellen, eben wie der Zustand in Deutschland ist, was offene Daten angeht. Der ist nämlich ziemlich schlecht, wenn es um Bildungsdaten geht. Es gibt gar nicht so viele Daten und es wird tatsächlich auch ziemlich wenig mit den Daten gemacht. Und wir haben uns dann mit der Frage beschäftigt, welche Potenziale gibt es da eigentlich? Wie können wir besser aus Daten lernen und eben für ein gerechteres Schulsystem sorgen? Mein Name ist Maggie Wiesmann. Ich arbeite im ZFL der Universität zu Köln in der digitalen Lehre und habe auf dem Barcamp in Hamburg eine Session angeboten zum Thema ZFL-Lernportal, ein schnell und ohne Ressourcen gewachsenes Portal für Lernstudierende und andere an digitaler Bildung Interessierte.
Ich habe damit zu einer Diskussionsrunde aufgeworfen zu Weiteroptimierungsmöglichkeiten unserer Plattform, die auf WordPress und LearnPress basiert und mittlerweile 9 Online-Kurse, 110 Lernmodule ungefähr und 1 Million Zugriffe hat. Wir aber auf der Suche sind nach Weiteroptimierung und dort auch nach Unterstützung. Unser Lernportal kann aufgerufen werden unter digilehre.zfl-köln.de. Gerne freuen wir uns über Feedback, über Anregungen etc. Ich bin TK und ich habe beim OER Camp heute einen Workshop gegeben zum Thema Shakespeare und Klimaschutz. Und Hintergrund ist, dass ich offene Workshops plane, die sozusagen ein OER sind, die also jedermann auch in verschiedenen Kontexten weiterarbeiten kann, weiter verbreiten kann. Wir gucken uns Shakespeares Sommernachtstraum an unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels. Es ist sehr interessant, weil die Figur der Titania, also der Elfenkönigin bei Shakespeare, hat einen Monolog, in der sie das kaputtgegangene Klima anspricht. Sie spricht von Dürren, sie spricht von Missernten. Und diese Ebene des mythischen Waldes, der mythischen Natur nehmen wir auf. Wir gucken uns an die Elite der Mächtigen in Athen, weil das ist der Ort, wo der Sommernachtstraum spielt. Da gibt es also die Herrscherelite, da wird eine Hochzeit vorbereitet und da wird eben ganz, ganz viel Top-Down-Macht gezeigt. Wir haben eine rebellische Jugend, das ist sozusagen die Fridays for Future Generation, die flüchten in den Wald. Dann haben wir noch die Handwerker. Die Handwerker sind sozusagen die Querdenker. Das sind Leute, die bei der Fürstenhochzeit dann ein Theaterstück aufführen. Sie probieren das im Wald. Sie gehen also auch an einen Ort, wo sie nicht beobachtet werden können. Das Stück, das sie am Ende aufführen, ist eben sehr absurd und sehr schlecht. Das heißt, auch da gute Intentionen gehen einfach sozusagen den Bach runter. Und diese 4 gesellschaftlichen Gruppen gucken wir uns an in diesem Sommernachtstraumprojekt. Das hat den schönen Titel Puck You. Und ich lade alle Leute ein, die Interesse an solchen Querverbindungen haben, sich an dem Projekt zu beteiligen. Es ist ein offenes Projekt, ein Open Educational Resource. Hallo, guten Tag, ich bin der Bernhard Stelzel. Ich hatte heute die Möglichkeit zur Session Open Educational Resources in der Erwachsenenbildung in Berlin einzuladen, zu organisieren. Und ich finde, aus meiner Sicht hat es sich gelohnt, weil wir tatsächlich eine tolle Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Bundesländern hatten, die auch alle aus Volkshochschulen kamen. Und wir festgestellt haben, was ja manchmal auch toll ist, geteiltes Leid ist halbes Leid, dass wir tatsächlich alle ähnliche Probleme haben, also dass es an Ressourcen mangelt, dass zum Teil wenig Koordination in dem Bereich stattfindet und dass wir dennoch oder gerade deswegen Lust haben, gemeinsam an dem Thema, wie wir die Open Educational Resources in der Erwachsenenbildung weiter vorantreiben können, gemeinsam tatsächlich erste Schritte zu gehen, uns zu vernetzen. Und allein vor diesem Hintergrund hat es sich schon sicherlich rentiert, sozusagen hier anzureisen, weil ich sehr viel Inspiration aus der Session rausnehmen konnte. Und ich glaube, die Teilnehmenden oder Teilgeberinnen, denen ging es sehr ähnlich. Also wir hatten auch nachher noch einen regen Austausch und dafür möchte ich mich bedanken. Steinhau vom iRights Lab in Berlin.
Ich berichte von der Session, lassen sich Bildungsmaterialien auf OER-Tauglichkeit prüfen? Wir haben also besprochen, was man tun könnte, ob es möglich ist, vorhandene Bildungsmaterialien aus einem Repositorium zu prüfen, ob sie für OER tauglich sind. Was muss man dafür tun? Welche Fragen muss man an diese Materialien stellen? Muss diese Prüfung automatisch, technisch erfolgen oder händisch durch Menschen, die dann entsprechend kompetent sind und ein Prüfinstrument in die Hand bekommen, um eben das Material zu prüfen? Es war eine sehr interessante Diskussion und wir haben tatsächlich dann anhand eines Prüfinstrumentes, was wir vom iRights Lab entwickelt haben, uns mal angeguckt, wie es gehen könnte, nämlich die einzelnen Schritte zu sehen, sind überhaupt Hinweise an dem Material, die auf Lizenzen, ob nun freie oder vielleicht doch urheberrechtlich strengere Lizenzen hinweisen, sind die vorhanden oder nicht? Und wenn man entsprechende Hinweise findet, wie kann man sie prüfen, ob sie vollständig sind, ob sie den CC-Vorgaben, also Creative Commons-Vorgaben entsprechen oder ob sie eventuell Defizite haben. Aber auch die Frage nach den Metadaten, ob also die Bildungsmaterialien gut mit Metadaten beschrieben sind, gehört zu solch einer Prüfung dazu. Wir haben dann eben diskutiert, ob man da viele Materialien in kurzer Zeit prüfen kann oder ob es zu aufwendig werden würde. Das war eigentlich dann eine sehr interessante Diskussion und das Instrument wird jetzt auch demnächst dann für andere zur Verfügung stehen und wir sind gespannt, wie es angenommen wird. Karl Kirst, Mitglied der ZUM und aktives Mitglied in ZUM Deutsch lernen. Meine Session heute hatte den Namen H5P und Reuse. H5P ist ein tolles, sehr vielfältiges Tool. Eigentlich sind es über 50 verschiedene Tools, mit denen man sehr gut interaktive Übungen erstellen kann. Das ist aber nicht immer ganz einfach. Und gerade wenn man neu ist, bietet es sich an, die Reuse, die Wiederverwenden-Funktion, die jede H5P-App anbietet, zu nutzen. Denn damit kann man sehr einfach tatsächlich auch eigene Apps erstellen. Das war unser Thema. Wir haben uns vorhandene Apps angeschaut. Wir haben uns die Reuse-Möglichkeit angeschaut. Wir haben zwei eigene Apps erstellt und gesehen, dass das in Sekundenschnelle, gut, Minutenschnelle machbar war. Ich glaube, alle Beteiligten waren zufrieden. Hallo, mein Name ist Lennart Reimann und meine Session war, was sind die Potenziale von OER für Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE. Und wir haben dabei erstmal grundsätzlich gesammelt, warum ist OER wichtig für BNE und da sind wir klar darauf gekommen, dass BNE, also Nachhaltigkeit, ein Thema ist, das gerade einfach sehr stark im Wandel ist und wir sehen müssen, dass jedes Jahr neue Daten verfügbar sind. Das heißt, jedes Jahr müssen Materialien angepasst werden und da ist es natürlich besonders wichtig, dass OER-Materialien zur Verfügung stehen, die uns dabei helfen, Materialien leicht und ohne Urheberrechtsprobleme anzupassen. Eine andere Sache ist natürlich der Austausch zwischen Lehrkräften, dass Lehrkräfte einfach Sachen übernehmen können und dass BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, sagt, dass man fächerübergreifend unterrichten soll. Und diese fächerübergreifende Unterricht, der passiert einfach noch nicht. Und hier kann OER auf jeden Fall helfen. Da sind wir dann auch weitergegangen und haben überlegt, okay, wie kann jetzt fächerübergreifender Unterricht passieren oder entstehen durch OER-Materialien
Und es wurde darüber gesprochen, dass OER-Materialien zum Beispiel auch aus anderen Ländern mitgedacht werden können. Gerade wenn man über Nachhaltigkeit redet und Transformationspotenziale, wird ja oft kritisiert, dass diese gesamten Ideen aus der nördlichen Hemisphäre kommen und dass viele Stimmen marginalisiert werden aus dem Süden, dass hier Stimmen mit reingebracht werden können, die sozusagen selbst bestimmen, was sie sagen oder was sie diesem Diskurs hinzufügen. Aber auch, dass Lehrkräfte selbst ermächtigt werden, durch OER-Materialien die Zukunft mitzugestalten und diese Kombination zusammenzubringen. Genau. Und wir haben jetzt den Plan, einen ersten Call zu starten und dann hoffentlich in Zukunft gemeinsam fächerübergreifend OER-Materialien zu produzieren für den Bereich BNE. Matthias Koschewa, die Session Weltpremiere, der neue H5P-Inhaltstyp Portfolio. Diesen habe ich gemeinsam mit Oliver Tacke zum ersten Mal bei diesem OER-Camp der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein Projekt, was im vergangenen Jahr begonnen hat, zusammen mit den Kollegen der Universität zu Köln und der Universität Duisburg-Essen. Es gibt einen neuen H5P-Inhaltstypen, aufbauend auf dem Interactive Book, aber jetzt in richtig geil. Diesen haben wir präsentiert, vorgestellt, was wir uns dabei gedacht haben und wie dieser beitragen kann, das Portfolio, das E-Portfolio im Lehramtsstudium neu zu gestalten. Aber es geht noch viel mehr. Olli hat den Inhaltstypen vorgestellt, ich ein bisschen dazu erzählt und wir hatten einen regen Austausch und vor allem ganz viele Nachfragen auf Twitter. Also genauso wie es sein soll, diese Session ist direkt nach draußen gegangen. Mein Name ist Susanne Schorer von der Uni Oldenburg. In dieser Session habe ich das Projekt OER für die Lehrkräftebildung ein bisschen näher vorgestellt und die Themenpakete erläutert und gezeigt, welche Materialien wir erstellt haben. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie man die Materialien im Unterricht einsetzen kann oder eben auch für die Schulentwicklung. Ich bin Ecki und das hier, das ist Cobby, mein Kollege, mit dem ich heute eine Session gemacht habe zu dem Thema Raspberry Pi in Medienbildungskontexten. Und eigentlich war es keine Session, sondern eher sowas, was ich ganz gerne als Drive-by-Education nenne. Es ging nämlich um diese Kiste, die wir bei uns im Digitallabor einsetzen als offene Hardware mit Open-Source-Software, wo wir ganz viele Probleme, die wir in Medienbildungseinsatz haben, im Endeffekt mit diesem Gerät lösen können. Das heißt vom Videoschnitt übers Podcasting bis hin zu kollaborierender Robotik und 3D-Druck. All das wird mit dieser Kiste gemacht. Und wie gesagt, haben wir vom Medienzentrum im Landkreis Harburg und vom NLQ ein Bildungsimage entwickelt, wo ganz viel Software zusammengestellt wurde, die man sich kostenlos bei uns herunterladen kann und dann im Endeffekt in so ein Medienbildungslabor oder ein Digitallabor oder wie er die auch nennen mag, Makespaces, habe ich hier gehört, nutzen könnt, ja, und dann in den Einsatz bringt. Und wie gesagt, es geht damit wahnsinnig viel. Ich kann nur jedem mal raten, das auszuprobieren, wie viel in so einer kleinen Kiste steckt. Und das Ganze noch nicht mal für rund 100 Euro. Also insofern vielleicht etwas, was sich für euch auch lohnt, sich mal anzugucken. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Auf bald! Ich bin Jan Pawlowski, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ruhr-West und repräsentiere gleichzeitig das EU-Projekt Fab Citizen, das sich mit Citizen Science an Schulen befasst. Unser Workshop nannte sich Umgang mit Daten, Citizen Science und OER für Schulen. Ja, worum ging es? Es ging zunächst mal um Citizen Science, einfach gesagt die Durchführung von Forschungsprojekten unter Einbeziehung verschiedener Stakeholder
In unserem Bereich, im Bildungsbereich, sind das natürlich Schüler und Lehrer, aber auch Eltern oder Unternehmen im Schulumfeld. Insgesamt dreht es sich darum, wie können wir Menschen einbeziehen, und zwar nicht als Datenstatisten, sondern von der Formulierung der Forschungsfrage bis hin zur Interpretation und zur Ableitung von Handlungsempfehlungen. Dabei liegt ein Fokus eben auf dem Datenmanagement, von der Erfassung von Daten bis hin zur Analyse und zur Interpretation. Ja, in unserem Workshop wurden wirklich wahnsinnig viele spannende Ideen entwickelt. Beispiele dafür, wie kann man den öffentlichen Personennahverkehr im Schulumfeld analysieren und möglicherweise Handlungsempfehlungen entwickeln? Wie kann man die Lautstärkeentwicklung in verschiedenen Situationen im Klassenraum analysieren und auch da natürlich dann Gegenmaßnahmen entwickeln? Besonders spannend war die Idee, die ein Geographielehrer aufgebracht hat, zur Datenvisualisierung. Da ging es darum, wie kann man Datenvisualisierung mit Hilfe von OpenStreetMaps machen und eben für verschiedene Fächer und für verschiedene Anwendungskontexte einsetzen. Ja, alles in allem waren es wahnsinnig spannende Ideen, die einfach danach schreien, weiterentwickelt zu werden. Dazu möchte ich euch einladen, schaut einfach mal auf unserer Website fabcitizen.eu oder auf der Workshop-Dokumentation beim OER-Camp auf dem entsprechenden Padlet nach. Wir würden gerne mit euch in Kontakt treten und freuen uns, mit euch zu forschen. Ich bin Oliver und ich habe gerade eine Session zum Thema H5P angeboten. Der Titel war 4 neue H5P-Inhaltstypen und eine neue H5P-Funktion. Und zwar ganz kurz und knackig 4 Inhaltstypen. Der erste war Transcript. Damit kann man Videos und Audiodateien mit einem Transkript versehen und da hin und her springen, im Video und zum Transkript. Dann das Portfolio. Das kann man nutzen in der Portfolioarbeit, also wenn Lernende und vielleicht auch Lehrende ein Portfolio anlegen sollen zu dem, was sie können. Und dann ja, das teilen wollen mit anderen Menschen, dafür ist es gedacht. Dann ein sehr kleiner Typ namens Tabs, der ist das Äquivalent zu dem Akkordeon, das ihr wahrscheinlich kennt, wo man Sachen ausklappen kann, das funktioniert analog dazu, nur eben mit diesen Karteireitern und ein paar mehr Funktionen, plus dem Timekeeper, das ist eine Mischung aus Timer und eine Stoppuhr, das beides kann man damit machen. Und dann die geheime neue Funktion war der, also nicht der H5P OER Hub selber, den gibt es schon eine ganze Weile. Und es gibt eine Integration für Moodle, für Drupal und für H5P.com. Aber es gab bisher keine für WordPress und die habe ich vor 3 Wochen einfach mal im stillen Kämmerlein programmiert und heute gezeigt und vorgestellt. Und demnächst erscheint sie auch für H5P.com. Und das ist toll, weil ihr dann eure H5P OER-Inhalte teilen könnt auf diesem Hub, wenn ihr WordPress benutzt. Ja, das habe ich gemacht, das war meine Session, kurz und knackig vorgestellt und ich hoffe jetzt auch kurz und knackig in diesem Video. Mein Name ist Susanne Braun-Speck. Ich bin Referentin für digitale Bildung und Schule, Lehrkräfte und auch Schüler. Heute habe ich eine Session zum Thema Online-Schülerzeitung entwickeln gegeben. Darin ging es um die Integration in den Schulalltag, um Technik, wie kann ich vorgehen, was für ein Content kann entwickelt werden. Und ja, das ist ganz spannend, was in Schule damit alles gemacht werden kann. Es kann als Arbeitsgruppe organisiert werden, als Wahlpflichtfach oder von einer bestimmten Fachschaft ins Leben gerufen und gepflegt werden. Ja, und dazu habe ich auch unser Community-Buch vorgestellt. Darin ist das Thema Online-Schülerzeitung ein Thema, aber nur eins von vielen. Ihr seht den Titel Nachhaltige Bildung, nachhaltige Schule. Und wie gesagt, das ist ein Community-Buch von Freiberuflern und von Lehrkräften. Und das könnt ihr kostenfrei herunterladen. Ja, habt ihr Fragen zum Thema Online-Schülerzeitung, kontaktet mich gerne. Mein Name ist Bonnie und ich habe heute die Session gegeben zu Open Educational Practices,
Ein Begriff, der heute hier auf dem OER-Camp noch wenig und selten zu Wort kam. Immer mal wird er erwähnt, aber eigentlich ist er total wichtig, weil er ja den Prozess abbildet, wie wir überhaupt zu OER kommen und auch danach, was machen wir, wenn wir OER-Materialien haben, was passiert danach. Und genau dieser Frage haben wir uns gewidmet in unserer Session und dabei den Offenheitsbegriff auf den Partizipationsbegriff ein bisschen eingegrenzt. Und Partizipation im Sinne gedacht von Lehrende und Lernende, die gemeinsam Lehr- und Lernsettings gestalten und dabei sich partnerschaftlich gegenüberstehen. Besonders spannend war, dass eine der Teilnehmenden gesagt hat, dass dieser Rahmen oder dieses Partizipationsverständnis sie dazu führt, überhaupt mal ihre Rolle als Lehrende oder als Dozierende zu hinterfragen und vor jedem Modul sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Möchte ich begleiten? Möchte ich coachen? Oder möchte ich als Wissenvermittlerin agieren? Genau dieser Frage haben wir uns dann gestellt und Open Educational Practices mit OER in Verbindung gebracht. Hallo, mein Name ist Frank Homp und der Titel unserer Barcamp-Session war OER Policy. Was ist das? Was soll das? Wie geht das? Das Gespräch bzw. die Diskussion reichte von was ist eine OER Policy bis hin zu mini-kleinen Fragen, wie kann man da Lehrdeputatsregulation drin regeln oder wie lange dauert das? Zuerstens vielleicht, zu zweitens unterschiedlich, aber tendenziell ist länger eher besser, denn zu kurz kann zu unerwünschten Ergebnissen führen. Die Diskussion war sehr rege zum Teil. Wir hatten Folien vorbereitet, von denen wir nicht mal 10% benutzen konnten. Stattdessen wurde einfach von vornherein sehr viel gefragt und sehr viel ergänzt. Wir haben sehr viele positive Reaktionen bekommen und sehr viel Input mitbekommen, aber wir hatten auch das Gefühl, dass wir den Teilnehmern was mitgeben konnten. Wir haben einen Querschnitt bekommen, was so an Policy, an OER-Policies sich gerade auf den Weg macht, beziehungsweise sich noch nicht auf den Weg macht. Das war sehr heterogen und wir hatten das Gefühl, dass wir uns gut vorbereitet hatten. Das ist bei solchen Policies, bei solchen Barcamp-Sessions immer so ein bisschen, oder bei solchen Vorträgen immer das Gefühl, oh, was ist, wenn die irgendwas ganz Komisches fragen, worauf man nicht antworten kann. Aber wir hatten das Gefühl, dass alle Antworten, alle Fragen beantwortet werden konnten und dass alle Antworten auch produktiv waren. Ich bin Karl Ferkel und ich habe die Session BNE Probleme und Lösungen für die Unterrichtspraxis hier angeboten. Ich wollte neben den politischen und den akademischen Diskussionen auch mal was machen, was bei den Schülern ankommen soll. Ich hatte auch einen Zuhörer, das war der Walter Hirche, der von der UNESCO-Kommission. Ich konnte ja mein Programm nicht so ganz durchziehen, aber wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt über die politischen und die unterrichtspraktischen Möglichkeiten, BNE in die breite Bevölkerung zu bringen. Tim Tibbe von der Universität Bielefeld und ich habe heute eine Session angeboten, wo wir über Qualitätskriterien für OER am Beispiel von Barrierefreiheit diskutiert haben. Und irgendwie habe ich die These reingegeben, Offenheit versus Zugänglichkeit. Wenn wir darauf achten, dass OER-Materialien immer für alle Menschen zugänglich sind, dann bedeutet das auch einen relativ hohen Qualitätsstandard, wenn wir im Hinblick auf Barrierefreiheit die Materialien überprüfen. Und das hemmt eventuell PraktikerInnen, diese Materialien hochzuladen. Wir kamen aber am Ende
auf den Gedanken, dass es gar nicht Offenheit versus Zugänglichkeit ist, sondern eigentlich Offenheit für Zugänglichkeit. Wir hatten nämlich doch dann alle recht schnell das Gefühl, dass durch diese Offenheit, durch OER, durch das Teilen von offenen Bildungsressourcen Zugänglichkeit gewährleistet werden kann, weil natürlich nicht unbedingt die Materialentwicklerinnen perfektes Material hochladen müssen, sondern das auch durch die Community getragen werden kann. Und da sicherlich einige Experten für zum Beispiel Untertitelung für Videos dabei sind, die dann eventuell ein Video untertiteln können.